Herzlich willkommen zu Mats Up Live aus dem Blockhaus Eidelstedt. Moin Moin, liebe Mats Upper und herzlich willkommen zu Mats Up Live. Diesmal nicht nach einem HSV-Spiel und erst recht nicht nach einer HSV-Niederlage, sondern außer der Reihe zu dem Saisonende nochmal. Das hat lange gedauert, aber es waren ja auch hochherrschaftliche Zeiten mit Entlassungen und Einstellungen. Und das alles musste erstmal verarbeitet werden. Jetzt haben wir es gepackt und jetzt wollen wir eine Zeit lang noch über den Ablauf der Saison sprechen, über die Mitgliederversammlung, die zuletzt gelaufen ist, über die Arnesen-Entlassung, auch über den neuen Sportchef Oliver Kreuzer. Und dazu haben wir uns heute vier Mats Upper eingeladen, die euch alle bekannt sein müssten. Jedenfalls diejenigen wissen es, wen sie vor sich haben, wenn sie die Kommentare lesen. Rechts beginnen wir von mir mit Bubi Hoeneß. Danach kommt HSV Donald in ganz in Grün. Dann kommt Alex, unser Überraschungsgast aus Berlin, und Isa aus Timmendorf. Und den Reigen vervollständigt Scholle wieder wie immer mit seinem... Mit möglichen Fragen. Genau. Falls ihr Fragen haben solltet, immer rein damit. Scholle wird sich zu Wort melden. Und ich muss bei der Gelegenheit nochmal sagen, wir sitzen hier im Newsroom des Abendblatts. Hinter uns laufen die Kollegen und die arbeiten noch an dem Blatt für morgen. Also lasst euch darüber irgendwie nicht keine grauen Haare wachsen. Die leben mit uns und wir leben mit ihnen. Und ich hoffe, ihr könnt auch damit leben. Zu Beginn wollen Scholle uns und ich noch ein kleines Liedchen singen. Ja. Und zwar, das beginnt so. Happy Birthday to you, Happy Birthday to you. Happy Birthday, Frau von Alex, Happy Birthday to you. Ja, das musste ja sein, muss. Weil super. Alex ist heute aus Berlin angereist, extra, ich werde wirklich, es ist kein Flachs, extra aus Berlin gekommen und hat, als er das zugesagt hat, dass er hier erscheinen wird, den Geburtstag seiner Frau ein wenig nach hinten verdrängt und ja, um nicht zu sagen das andere Wort, auch mit Fair. Aber er hat Wort gehalten, ist trotzdem eingelaufen hier. Und Alex, also dafür vielen, vielen Dank. Das ist schon mal eine ganz große Leistung. Ne? Also ja, wenn ihr, die drei können jetzt auch nochmal applaudieren hier. Ne? Ist okay. Also, ist okay. Also, das ist wahr. So, von euch möchte ich eigentlich nochmal, auch wenn es schon ein paar Tage her ist, wissen, wie habt ihr die Saison gesehen? Seid ihr zufrieden mit Platz 7 oder seid ihr total sauer, dass der HSV nur auf Platz 7 eingelaufen ist und nicht auf Platz 6. Bubi, fang du mal an. Ich bin mehr traurig, also sauer wäre zu viel. Ich bin eigentlich mit Platz 7 soweit zufrieden, aber Platz 4 wäre eigentlich relativ leicht für mich möglich gewesen. Es ist schade, dass es nicht geklappt hat. Ja, ich sehe es so, dass ähnlich, dass es ja möglich war, mehr zu erreichen. Aber gesamt gesehen bin ich trotzdem sehr zufrieden, weil die vorherige Saison war ja wesentlich desaströser, was die Leistung der Mannschaft angeht. Und ich hatte am Anfang der Saison in einem Spaßspiel mit Hope und Co. Mal hatten wir Plätze getippt. Ich habe Platz 11 getippt als Einlauf. Insofern sind wir da zumindest dieser Einschätzung gegenüber viel besser. Bin ich zufrieden und ich habe mehr gute Spiele im Volksparkstadion gesehen als die Saison davor. Das war eigentlich meine interne Erwartungshaltung. Die ist erfüllt worden. Mehr aber leider auch nicht. Schön, dass du Volksparkstadion sagst. Sag ich immer. Gemischte Gefühle, muss ich sagen. Einerseits natürlich, wenn wir sehen, woher wir kommen, von der letzten Saison, dem Abstieg gerade so entronnen, da muss man sagen, ist Platz 7 eine stolze Leistung. Auf der anderen Seite, meine Vorredner haben schon gesagt, wenn man gesehen hat und feststellen musste, was für Chancen wir wirklich liegen gelassen haben, was für Punkte gegen Mannschaften, bei denen man eigentlich zumindest mehr Punkte hätte einkalkulieren müssen, da muss ich ganz ehrlich sagen, ist Platz 7 dann schon eine Enttäuschung. Und Isa? Ein ständiges Auf und Ab, was immer noch besser ist als das ständige Ab von der letzten Saison. Insofern
einigermaßen zufrieden, so mit ein bisschen Abstand, aber mit großen weinenden Augen, weil die großen, großen Chancen da waren und ziemlich leichtfertig liegen gelassen worden sind. Also was mich, wolltest du auch noch was dazu sagen, Scholle? Nein, ich habe es ja alles geschrieben. Und so, ne? Genau, also was mich, das muss ich mal sagen, am meisten an dieser Saison gestört hat, ihr könnt euch mal etwas anderes aussuchen oder mir beipflichten, war diese fatale Niederlage auf Schalke, als es darum ging, der HSV hätte noch in die Champions League sogar kommen können und nichts hat davon erkennen lassen, dass er auch will. Also es war kein Willen in dieser Mannschaft erkennbar. Die sind schon mit hängenden Ohren auf den Platz gelaufen. Oder sehe ich das im Rückblick falsch? Nee, der fehlende Wille, glaube ich, ist ein zentrales Thema beim HSV. Das war nicht nur ein Spiel, das war in vielen Spielen. Und man dachte, jetzt müssen sie doch kommen, jetzt müssen sie doch beißen. Dann kam nichts. Die Fans haben gebissen, alle anderen auch, aber die Mannschaft hat eigentlich irgendwie so weitergespielt. Alex, du wolltest was sagen dazu? Ja, ich würde es gar nicht so sehr Dieter am Schalke-Spiel festmachen, sondern auch die vielen anderen Spiele, bei denen ist es, glaube ich, noch einfacher. Ich meine, Schalke ist ja schon eine Hausnummer, aber bei den vielen anderen Spielen gegen Augsburg, schauen wir uns das Fürth-Spiel an und dergleichen, da hätten die Punkte wirklich eingefahren werden müssen. Und wenn man das mal aufkalkuliert, was da möglich gewesen wäre, ich gebe dir recht, Schalke, das war nochmal so ein weil Punkt. Weil sie ganz Champions nach oben League hätten kommen können, ne? Ganz nach oben. Also vier. Aber da zeigt sich doch eigentlich das Dilemma des HSV schon in den letzten Jahren. Immer wenn es drauf ankommt, und das wurde ja im Blog auch mehrfach betont, immer wenn es drauf ankommt, versagen wir. Und das, für mich ist das wirklich ein Versagen mittlerweile. Also man kann da viele Gründe finden, aber ich muss ganz ehrlich sagen, ich zeige eine andere Einstellung bei solchen Spielen. Ich muss eine andere Einstellung, ich muss wissen, worum es geht. Das muss jedem Spieler bewusst sein und so verhalte ich mich dann auch. Und so muss ich dann eben auch spielen und das muss ich eben auch auf dem Platz zeigen. Und das wurde eben so oft nicht getan und das macht mich natürlich als Fan rasend und sauer. Aber dann sag mir mal die Gründe, ich kenne sie nicht. Ja, ich würde es ergänzen. Ja, da hätte ich jetzt nicht gefragt, muss ich sagen. Ist schon ganz klar, meiner Meinung nach. Es hat was mit Führung zu tun und zwar von oben. Ne? Fisch fängt am Kopf an zu stinken oder zu glänzen, wie man es nimmt. Und in diesem Fall ist es so, wir haben eine nicht zielorientierte Führung, sondern es ist immer alles im Nebulösen, ein bisschen im Ungefähren. Und das zieht sich durch über Herrn Jarchow, über Herrn Arnesen, bis das geht dann unterschwellig in die Köpfe der Spieler und inwieweit man dann nicht vielleicht ein bisschen zu bequem ist. Wir haben in Hamburg auch eine große Bequemlichkeit. Es gibt hohe Gehälter, es gibt Service rundherum, es gibt Bedienung von vorne bis hinten für jeden Spieler. Aber dieses Quälen, das passt das als Gegenleistung, das kommt eben nicht oder kommt zu selten. Und das hat für mich auch wieder was zu tun mit dem Gesamt, ja, wie nennt man das, Stil, Philosophie dieses Vereins. Ja, Donald, also das ist mir ein bisschen zu weit hergeholt. Ich sag mal, Arnesen vielleicht noch bedingt, weil ein Sportchef auch mal mit der Mannschaft Tacheles reden könnte. Na, das hat er aber, ja nie gemacht, er war immer freundlich. Aber Jarchow oder den ganzen Vorstand, den würde ich mal dabei, dass eine Mannschaft keinen Biss hat und keinen Willen hat und nicht so richtig funktioniert, den würde ich da mal ausnehmen. Na, also, ausnehmen muss ich nicht. Sagen. Ich will nur davon, es ist wie ein Unternehmen. Nimm das Hamburger Abendblatt. Das hat eine Philosophie. Die Mitarbeiter arbeiten da gerne, sind mit einer gewissen Einstellung unterwegs, von per se, ja. Weil es eine Aussage gibt. Das ist mit erfolgreichen Firmen, Coca-Cola, weiß der Geier was, überall auch der Fall. Ja. Und beim HSV fehlt mir so ein bisschen dieser Überbau von Drive und von Schmackes, wo mal eine Begeisterung entwickelt wird und das setzt sich dann fort. Aber wenn du das Abendblatt jetzt hier anführst, also ich muss sagen, es gibt auch einen Abendblatt-Vorstand, den kenne ich. Aber ja. Den sehe ich nie und von dem kriege ich auch keine Mitteilung, dass ich das schlecht oder das gut gemacht habe. Hier funktioniert der Chefredakteur, und das ist der Trainer. Unser Trainer ist unser Chefredakteur. Den siehst du hier und der gibt dir dann auch mal einen auf die Flossen, wenn du was missgebaut hast. Und das müsse in erster Linie Sportchef und Trainer machen. Denke da gebe ich dir mal, recht. Wenn es dann um die praktische Umsetzung geht, bin ich voll bei dir. Ich glaube, dass die Mannschaft, und Isa, vielleicht gibst du mir recht, dass die Mannschaft immer noch keine Mannschaft geworden ist, obwohl es Versuche gab und auch Anfänge gab. Ich war der Meinung, dass die Mannschaft sich gegen Ende der Saison, also in diesem Jahr, Ende der Saison, schon gefunden hatte als Mannschaft, aber dann trotzdem den Durchbruch als echtes Team doch nicht gefunden hat. Ich glaube, was eine Mannschaft immer zusammenschweißt, ist der Erfolg. Der gemeinsame Erfolg irgendwie. Und das war dieses Auf und Ab, wo
dann, glaube ich, selber gerätselt wurde, wo die Mannschaft selber, die Spieler oftmals selber nicht wussten, ja, woran liegt es denn jetzt, dass wir es nicht geschafft haben? Und was auch dazu geführt hat, dass die nicht richtig zusammengefunden haben oder wieder auseinandergedriftet sind. Und dann ist es, glaube ich, schon auch eine Sache ja tatsächlich der Führung. Inwieweit haben die dort entsprechende Unterstützung geboten? Da sind, denke ich, auch als erster Trainer und Sportchef mit angesprochen. Was mir nur, muss ich sagen, in den letzten Tagen ein bisschen sauer aufgestoßen ist, ist, als unsere Nationalspieler Aogo und Jansen sich aus den USA gemeldet haben, dass dann von Herrn Jarchow nachher gesagt wurde, er hat sie angerufen und gesagt, sie sollen mal bitte den Mund halten. Ja, René Adler auch noch, ne? Also die drei haben sich gemeldet. Ja, René Adler wurde nicht direkt angesprochen, weil er sich wohl ein bisschen Dampf da geäußert. Ja. Aber da habe ich auch gedacht, das kann man als Chef so eines Unternehmens, das sie ja eigentlich ist, kann man das eigentlich nicht machen. Dann kann man sagen, ja, wir setzen nein. Also, kann man sagen, ja, man kann es machen, wir nehmen das ernst, wir setzen uns öffentlich mit denen zusammen und intern kann man das dann sagen. Ja. Aber na gut, die haben sich aber auch öffentlich geäußert. Du musst dich irgendwo hinter die Leute dann auch stellen. Es hat ja Gründe, warum das gesagt wird. Nachvollziehbare. Mir stimmt diese Fehleranalyse, würde ich gerade sagen, die wir hier betreiben, oder die Analyse der Saison, stimmt mich eigentlich ganz positiv, weil wenn es am Ende tatsächlich nur der Wille ist, der fehlt auf dem Platz, dann bedeutet das ja im Umkehrschluss für mich, dass die Qualität an sich vorhanden ist. Und das ist genau der Punkt. Die Frage würde ich aber in die Richtung erstmal stellen wollen, hat der Verein die Qualität, um diese Leistung, die wir jetzt hier erwartet haben, beziehungsweise die wir uns dann am Ende erhofft haben, zu erreichen? Und ich glaube, diese Frage das ist, finde ich, super, dass du das ansprichst. Genau das ist für mich ein wesentlicher Punkt. Haben wir überhaupt die Qualität, besser als Platz 7 zu sein? Ich meine, wir müssen uns nochmal die Spieler anschauen. Das sind ja Spieler, die über Jahre beim HSV tätig sind, an Diekmeyer, Aogo und so weiter und so fort. Haben die sich denn wirklich weiterentwickelt in den letzten Jahren? Sind die wirklich besser geworden in den letzten Jahren? Ich meine, das erwarte ich doch von einem Trainer. Ich erwarte doch von einem Trainer, dass er Spieler besser macht. Und da setze ich ein kleines, wenn nicht sogar ein mittleres oder ein großes Fragezeichen dahinter, ob das wirklich der Fall gewesen ist. Ein weiteres Fragezeichen setze ich auch, haben uns die Neuzugänge tatsächlich dahin gebracht, da wo wir sie uns erhofft haben? Setze ich auch ein Fragezeichen dahinter. Vielleicht kommen wir da noch näher dazu. Aber ich glaube, es neben der mannschaftlichen Geschlossenheit und dem Willen ist meines Erachtens das, was uns wirklich fehlt, auch ein Stück weit die Qualität. Aber Bubi, Qualität, das sind fast alles Nationalspieler. Und wenn man jetzt mal auf dieses kleine Länderspiel, was Deutschland gegen Ecuador gehabt hat, zurückblickt, da waren 4 HSVer dabei bei einem 4-2 Sieg gegen den Tabellenzehnten der Welt. Also die Qualität, sage ich wirklich, also da muss ich sagen, ich sehe Qualität. Wie siehst du die? Das ist eine schwierige Kernfrage. Wie ich eingangs sagte, wir hätten leicht den 4. Platz erreichen können. Andererseits ist es oft so, dass ich denke, wir spielen ohne Abwehr. Also es ist oftmals so, es ist nicht möglich beim HSV zu sagen, wir liegen 1-0 vorne und das können wir jetzt nach Hause spielen. Das geht gar nicht, weil eigentlich klar ist, dass wieder ein Gegentor fällt, mindestens eins. Also irgendwo spielen wir ohne Abwehr. Und dann spielen in der Nationalmannschaft der Innenverteidiger Westermann, der Linksverteidiger Jansen und der fast Linksverteidiger Aogo. Wie erklärst du dir das? Ja, es muss irgendwo am Verbund liegen, denke ich, dass also irgendwie die Innenverteidiger nicht harmonieren und der Sechser davor also irgendwie auch nicht eingebunden ist. Das ist der ganze Defensivverbund des HSV. Nicht ein fehlender Spieler, sondern eben das, was sie zusammen aufstellen, reicht offenbar hinten nicht. Rechnen wir jetzt nochmal René Adler raus. Entschuldigung, Donald, dass ich unterbreche. Rechnen wir jetzt nochmal René Adler raus. Dann hätten wir nicht der auch bei dem Länderspiel dabei war. Dann wäre es natürlich wahrscheinlich noch eine ganz andere. Aber gut, hätte, wenn und aber. Wir haben einen guten Torwart und das ist ein Teil Qualität. Auf alle Fälle. Wir haben uns ja dahin gebracht, Platz 7. Genau. Der Torwart. Fast alleine. Ich glaube, dass ich glaube auch, dass an Heiko Westermann grundsätzlich die Qualität hat, in einer Innenverteidigung, in einem funktionierenden seinen Part zu spielen und diesen Part so zu spielen, dass die Mannschaft hinten wirklich sicherer wird. Aber und vor allem, wenn natürlich nicht es ist ja eine dauerhafte, seitdem er hier ist, eine dauerhafte Diskussion um diese Person Westermann. Also der wird ja nun wirklich so gespalten betrachtet wie kaum ein anderer auf dem Platz. Ja, der wurde ja am Anfang der Saison aber auch mit einer Positionierung auf der Sechser von Herrn
dann Thorsten Fink auch erstmal verunsichert und schwach gemacht. Auch noch. Und das ist für mich auch einer der Punkte, wo die Frage hingehen muss. Die Qualität und das Potenzial ist nämlich da. Und es gibt aber Einzelbetrachtungen von Spielern, seitdem Thorsten Fink in der Verantwortung ist, da sehe ich keine Vorwärtsentwicklung, sondern eher eine Rückwärtsentwicklung. Aogo ist ja ein klassisches Beispiel, Westermann möglicherweise auch, ein Beister auch, ich könnte noch mehr nennen. Und dann nehmen wir mal die Kernfrage Van der Vaart, der ja psychologisch gesehen der Retter des HSV auch war in dieser Phase der Verunsicherung, aber doch von seinem spielerischen Potenzial und seinen Möglichkeiten auf dem Platz ja nicht wirklich, sondern eigentlich nur durch seine Person und Persönlichkeit und durch sein Arbeiten und sein Reden. Aber das, was wir von ihm kennen und erwartet haben, das hat er bis zum letzten Spiel der Saison noch nicht abgerufen, weil, das ist meine Erkenntnis, ein Herr Fink bis heute ihm noch gar nicht vermitteln konnte, was er eigentlich spielen soll und was seine Aufgabe ist. Und das trägt sich in der gesamten Mannschaft fort. Und das ist die Verunsicherung in den verschiedenen Systemen, die er dann wechselt. Und er mal spielt er mit einer Doppel-Sechs, mal spielt er mit einer Sechs, mal spielt er mit zwei Spitzen, mal mit einer. Und man hat immer das Gefühl, das ist gar nicht Gegner auf den Gegner bezogen, sondern das ist relativ willkürlich. Das nee, nee, nein, nein. Also da muss ich jetzt mal einsprechen. Nein, das ist nicht willkürlich. Also das ist schon mit Bedacht auf den. Ja, aber das, da muss ich ihn mal in Schutz nehmen. Ja. Ich muss ihn auch in Schutz nehmen, ja. Donald, muss ich wirklich mal sagen, dass er. Du hast recht, Aogo hat stagniert oder ist zurückgegangen in seiner Leistung. Und aber Westermann auf keinen Fall. Und es gibt eben solche Leute wie Diekmeyer, wie auch Son und auch Arslan, die besser geworden sind und eindeutig besser geworden ist gegenüber dem Saisonstart, ist Adiom Srutnevs. Marcel Janssen. Und Marcel Janssen ist wieder in stabilisiert. Also das hält sich wohl die Waage, denke ich mal. Und ich muss immer Fink nochmal verteidigen, das muss ich wirklich mal sagen. In den letzten 10, 15 Jahren habe ich nicht gesehen, dass da einzeln mit Spielern auch separat gearbeitet wurde. Bei Fink siehst du das. Außer mal abgesehen in der Zeit von Joll, als Moniz mit jungen Spielern gearbeitet hat. Nur mit Jungen. Mit Alten, die Alten haben ihn ausgelacht. Aber mit Jungen hat er gearbeitet. Aber jetzt wird wenigstens auch so ein Mann, das wurde wie Rudnevs, der ja zu Anfang den Ball nur 35 Meter stoppen konnte, das wurde erkannt und dran gearbeitet und es hat sich auch deutlich verbessert. Also, und du hast es eben gesagt, siehst du das auch so, Bubi? Der HSV ist auf Platz 7 dank seines Torhüters. Ja, ist ein ganz wichtiger Punkt auf jeden Fall. Aber nicht Adler allein natürlich, aber es ist eine Reihe von Spielern, haben dazu beigetragen. Auch Diekmeyer sehe ich stark verbessert auf der rechten Abwehrseite. Und Rudner ist sowieso, ist ja eigentlich der Knaller der Saison mit seinen 12 Toren. Der ist ja vorher doch sehr kritisch beurteilt worden, auch von dir. Ja, natürlich, auch von mir. Und ihr beide den Kopf geschüttelt jetzt? Ja, ich habe zu Diekmeyer, muss ich ganz ehrlich sagen, habe ich eine andere Meinung. Also ihm in die Karten hat natürlich gespielt, dass er konkurrenzlos auf der rechten Abwehrseite gespielt hat. Und ich muss ganz ehrlich sagen, ich habe da diese Saison keine Verbesserung bei ihm gesehen. Ich kann mich jetzt nicht an ein Spiel oder sagen wir mal an drei Spiele erinnern, in denen er mich wirklich von der ersten bis zur 90. Minute überzeugt hat. Kann ich mich nicht daran erinnern. So schwer ist unser Job, ne? Ich sehe ihn nämlich auch deutlich verbessert in dieser Saison. Also, und viele haben davon gesprochen, Alex, warum er nicht mit auf die USA-Reise genommen worden ist. Also so. Nein, ich meine, gut, aber wollen wir mal sagen, diese USA-Reise, die ja sowieso ein großes Fragezeichen hinter sich trägt, hinter dem Sinn und dem Nutzen. Und ich meine, was wäre gewesen, wer hätte gespielt, wenn jetzt die Bayern und die Dortmunder alle dabei gewesen wären. Also ja, deswegen sollten wir uns jetzt klar. Nicht so, ne, ja. Vier HSV haben gespielt, das ist zwar toll, eine tolle Momentaufnahme und dergleichen, aber ich meine, wenn wir mal ehrlich sind, wenn jetzt die ganzen anderen dabei gewesen wären, dann wäre da, glaube ich, kein Platz für uns in der Mannschaft gewesen. Ja. Aber ganz kurz, weil es ist wieder so eine typische Diskussion um den HSV, die wir mit Sicherheit auch immer wieder betreiben, weil man sich ja auch reinlebt in so eine Diskussion immer wieder, wenn man sie mal wieder führt. Aber wir reden jetzt immer davon, selbst bei vier Leuten in der Nationalmannschaft sagen wir wieder, ja, aber nur weil. Okay, mag sein, es gibt Argumente, weswegen. Aber warum nimmt man sie einfach mal mit? Es sind ja trotzdem nur die Besten danach, die genommen worden. Das heißt, sie sind schon mal im erweiterten Kreis dieser Nationalmannschaft, was schon eine Leistung ist für eine Mannschaft wie die deutsche A-Nationalelf, die ich im Moment zu den drei, vier besten Mannschaften der Welt halte.
Ende. Also ich insofern auch Platz 2. Ja, genau. Die Weltrangliste ist für mich immer kein Maßstab. Also genauso reden wir über Platz 6, Platz 7 und sagen, siehst du, 6 hätte es jetzt werden müssen. Natürlich, man ärgert sich, weil man es nicht geschafft hat. In Freiburg, bin ich mir ganz sicher, würde man, selbst wenn sie Siebter geworden wären am Ende noch oder ne, ganz knapp alles verpasst hätten, würden die da feiern. Und sagen, wann aber es ist ein anderes Anspruchsdenken. Das ist auch ganz klar, dass ein ganz anderes Anspruchsdenken. Das ist nämlich genau, darauf wollte ich eigentlich kommen. Ja. Das Anspruchsdenken, was wir vor der Saison hatten, verglichen mit dem, was wir jetzt diskutieren, ist nicht annähernd das Gleiche. Und das bin ich der Meinung, da machen wir einen großen Fehler, wenn wir diese drei, Jiracek, Van der Vaart und Bardet, wenn wir nur diese drei, oder gut, Adler kam ja so noch, aber wenn du die drei nimmst und sagst, okay, jetzt muss es dann aber statt Abstiegskampf muss es Platz 7 sein, Platz 6, Entschuldigung, dann machen wir vielleicht stellen wir selbst die Ansprüche zu hoch. Ja, das hat der HSV ja auch nicht gemacht. Das haben wir gemacht vielleicht, von der Presse, das haben die Fans gemacht. Aber ja, weil wir uns ärgern, weil wir so nah dran sind. Wir wachsen ja mit, genau, na gut, mit der Situation. Also der HSV hat ja auch Erwartungen geschürt durch gewisse Siege, durch ja viel, viel mehr Siege als in der vergangenen Saison. Natürlich. Und da muss er dann auch mitleben, ne? Mit natürlich dieser Konsequenz, dass der Anhang dann auch mehr will und mehr erwartet, das ist ganz klar. Ne? Aber man hat ja gesehen, sie können. Genau. Natürlich. Ja, genau. Natürlich. Da fragt man sich beim nächsten Spiel, ja, warum können sie jetzt nicht mehr? Und eben zum Beispiel auf Dickmeier bezogen. Ich glaube, er ist ein guter Spieler und hat wirklich auch den HSV teilweise mit vorangebracht. Aber dann sieht man immer wieder irgendwie Vorstöße auf der rechten Seite und er bricht ab. Und ich frage mich, fünfmal während des Spiels, aber warum, früher ist er durchgegangen, warum bricht er jetzt ab? Ja. Woran liegt das? Ist es, muss der Trainer ihn da, hat er ihn da zurückgepfiffen und gesagt, mach das nicht? Oder sicherlich auch eine Sache des Selbstvertrauens, denke ich mir mal. Trotzdem, also wenn ich Dickmeier beurteile, dann ist er nach vorne deutlich besser geworden, schon deutlich besser, vor allen Dingen in der Rückrunde. Und also Scholle nennt ihn ja auch kleinen Flankengott. Aber wenn ich Defizite noch erkenne bei ihm, dann ist es noch hinten im Kampf 1-1. Und auch, dass er ein bisschen mit Auge spielt, wo er einrücken muss und so, dass da innen der Ball nicht vorbeigespielt werden kann und so weiter. So, lasst uns dieses Thema mal beenden, weil wir ja noch so viel auf dem Zettel haben. Verzetteln, genau. Isa, warst du überrascht zu dem Zeitpunkt, dass Frank Arnesen gekippt wurde? Nachdem es die ganze Saison fast schon immer irgendwelche Gerüchte gegeben hat, war ich nicht sehr überrascht, sondern habe es einfach zur Kenntnis genommen und gesagt, mal schauen, was draus wird, ob es diesmal dann sich bewahrheitet. Dann verdichteten sich die Gerüchte und dann war es soweit. Und was jetzt genau dahinter steht, warum das gemacht wurde, ich weiß auch nicht. Insofern zu dem Zeitpunkt dann schon ein bisschen überrascht, wie das auch dort abgehandelt wurde. Bubi, du wolltest es auch wissen, ne? Oder warum Frank Arnesen zu dem Zeitpunkt dann noch entlassen worden ist, oder? Ja, ich finde die wahren Gründe interessant. Ich weiß zwar auch, dass lange schon die Gerüchte spielten. Und man hat immer gehört, da kommt was und da passiert was. Und es war eigentlich klar, dass er irgendwann fliegen würde. Nur wahre Gründe kann ich eigentlich nicht erkennen. Ich würde sagen, Vereinspolitik, das scheint mir ein Grund zu sein, dass ein Aufsichtsrat da irgendwelche Stimmungen sich hochgeschaukelt haben oder irgend sowas. Denn Stonali und Co. Donald, du weißt die Gründe. Oder nein, jedenfalls ein paar. Das wäre ja toll. Ja. Nein, die kann ich nicht wissen. Das ist ja eine Gemengelage von verschiedensten Informationen, die da sind. Auf der Mitgliederversammlung wurde ja auch darüber Auskunft gegeben. Auf der Mitgliederversammlung wurde ein Statement abgegeben von Aufsichtsrat, was aber ja eine Showbegründung ist. Die ist nicht, entspricht nicht den wirklichen Gründen. Na gut, also es hatte sich dort wurde mehr oder weniger mitgeteilt von Herrn Ertl, dass aufgrund eines Außendrucks unterschiedlichster Art der Aufsichtsrat nicht mehr umhin konnte und dann plötzlich die Mehrheit für ein Arnesen. Keine Vertragsverlängerung für Arnesen. Genau. Und da sind sie dann da war und man dann zu der Entscheidung gekommen ist, wir müssen jetzt warten, dann nicht bis Herbst, dann entscheiden wir sofort. Es hieß aber auch, dass der HSV, die Führung, der Aufsichtsrat vielleicht nicht ganz so zufrieden gewesen ist mit der Entwicklung der Nachwuchsabteilung Ochsenzoll. Kannst du das teilen, Bubi? Ja, ich finde, das ist ganz schwer zu beurteilen. Man kann zwar sehen, dass keine Nachwuchsspieler nachrücken bis jetzt ein paar sichtbar. Tar ist, glaube ich, der Erste, der jetzt irgendwie hochkommen wird, aber das vom Großen zu beurteilen, kann man natürlich nur jetzt irgendwelche Sprechblasen absondern und sagen, gut, da wird schlecht gearbeitet, aber das ist jetzt schwer, das so klar zu beurteilen. Für mich überhaupt nicht möglich. Okay.
Also ja, ich finde diese ganze Geschichte auch um Arnesen zeigt mal wieder, ist mal wieder eins der kleinen Mosaiksteinchen, was, wir haben eben über Qualität der Mannschaft gesprochen, was so ein bisschen über die Qualität der Leute, die dahinter die Mannschaft oder betreuen oder. Danke Dieter, du hast es schön ausgedrückt, zeigt, sowas weiß ich doch schon ein paar Monate her. Sowas weiß ich doch schon in der Winterpause. Ich suche doch nicht zur heißesten Zeit der Saison einen neuen Sportchef. Setze den Sportchef ab und suche jetzt einen neuen, wo es eigentlich jetzt darum geht, dass der Sportchef hier das Wesentliche seiner Arbeit leistet, jetzt in den kommenden Monaten. Also ich muss ganz ehrlich sagen, das ist wieder so ein, man sagt es immer so schön, so ein Führungsversagen. Das hätte ich dann auch in der Winterpause machen können. Also wenn da schon Zweifel, diese Zweifel werden dann schon bestanden haben, also vor 5 Monaten, und dann mache ich das dann und dann mache ich das nicht jetzt. Ja, also uneingeschränkt recht. Ja, also das da bist du mit 90% der Mitglieder eigentlich auf Ballhöhe, muss ich sagen. Aber trotzdem hat sich der HSV dazu durchgerungen. Isa, ist es für dich überraschend, dass dann der HSV hat, sage ich ja immer, nur Knöpfe noch in der Kasse, dass der HSV dann einen Sportchef bei einem anderen Verein rauskaufen muss oder sich erlaubt, diesen Luxus, dass der HSV Ablösesumme bezahlt? Zunächst mal nein. Wenn ich kein Geld habe, dann soll ich nicht solche Sachen machen, Geld ausgeben, jemand aus dem Vertrag rauskaufen. Auf der anderen Seite, wenn man wirklich überzeugt ist von dem Mann und der gut ist und man meint, damit will man die kommenden Jahre, mit diesem Mann will man die kommenden Jahre erfolgreich bestreiten und er ist es wert, ja, dann soll man das Geld auch investieren. Aber dann müssen sich diejenigen, die darüber entschieden haben, auch dieser Verantwortung in Zukunft stellen und müssen dafür gerade stehen. Ja, also ich kann das trotzdem nicht nachvollziehen, muss ich sagen, denn wenn ich kein Geld habe, dann muss ich sagen, dann beschränke ich mich darauf, dass das Geld, was ich nicht habe, für Spiele auszugeben und nicht für einen Sportchef. Ne? Also Alex nickt, ist das... Also ich sehe das differenzierter. Ja, lass Alex mal und dann kannst du... Also ich muss sagen, hier stimme ich dir, Dieter, zu. Ich meine, das Gesamtpaket jetzt, was uns der Arnesen, die Arnesen-Ablösung und die Kreuzer-Verpflichtung, so sage ich es mal, kostet, sind ja auch bis zu 3 Millionen Euro, wenn ich es richtig im Kopf habe. Und mit 3 Millionen Euro kann ich schon so ein bisschen was auf dem Spielermarkt auf jeden Fall anstellen. Und wenn ich mir dann auch überlege, was für Personen verfügbar gewesen wären, die ich jetzt nicht aus einem laufenden Vertrag hätte rauskaufen müssen, da muss ich sagen, weiß ich nicht, ob Herr Kreuzer, ich kenne ihn zu wenig, ich kann mir auch kein Urteil über ihn erlauben, ob das Herr Kreuzer wirklich dann im Endeffekt wert ist. Das wird sich zeigen. Ja, Donald, du siehst das differenziert, hast du gesagt? Ja, also ich versuche mich in die Situation zu versetzen. Es ist ja so, dass Frank Arnesen von Anfang an einen schweren Stand hatte. Von den Außenbedingungen her wurde er falsch informiert und ist unter falschen Voraussetzungen angefangen. Hat dann versucht, das Beste draus zu machen, wissen wir alles. Und ist aber ständig unter einer leisen Kritik seiner Umgebung gelaufen. Es gab immer wieder Informationen aus allen Sachen, oh und nee und so, immer so, wie man das so macht. Und das hat sich immer mehr verdichtet. Und insofern ist aber aus dem Verein selber, nicht über die Medien, sondern vielmehr aus dem Verein und seiner Umgebung selber her, ist er meiner Meinung nach Weitfund geschossen worden. Und dann ist es schon wohl richtig, dass der Aufsichtsrat dann ad hoc handeln musste und dann nicht entsprechend vorbereitet war. Und dann hat er natürlich noch die Kreuzer-Bewerbung, die ja noch dem einen oder anderen wahrscheinlich auch noch im Kopf war von der letzten Sportchefsuche, die hat dann sozusagen ihn nach oben gespült. Den Schmattke wusste der eine oder andere vom Aufsichtsrat wahrscheinlich auch noch. Viel mehr haben die ja vom Fußball dann sowieso nicht im Kopf. Andere Namen fallen ihnen ja wahrscheinlich auch kaum ein. Und dieser Gesichtspunkt der Qualität oder der Nichtqualität des Aufsichtsrats, kann ich diese Sache verstehen. Natürlich ist das unmöglich, aber das ist like Aufsichtsrat HSV. Okay, also falls ihr Tonstörungen habt oder hier ein bisschen Erschütterung am Computer, das ist Scholle, der nibbelt gerade ab. Das kommt gut. Kommt sofort. Und wenn der kleine braune Ring mit raufkommt, den musst du wieder runterschlucken. Ne? Scholle, aber du kannst zu dieser Sportchefsuche doch auch nochmal was sagen, weil ich denke mal, dass zu wenig HSVer
mit Stallgeruch, mit der Raute im Herzen angesprochen worden sind, ja, die durchaus da gewesen wären. Und du hast mal, ich weiß gar nicht, ob du darüber etwas sagen darfst, aber du hast Kontakt zu einem im Ausland gehabt. Ja klar, nein, man hat natürlich dann versucht, die Kontakt oder alle Kandidaten abzuklopfen, also ob es jetzt Kreuzer war, Schmadtke war. Es gab dann ja auch den Namen Dietmar Beiersdorfer, der nach meiner Auskunft aus dem Aufsichtsrat immer Thema war. Also in jeder Diskussion, wo über einen neuen Sportchef gesprochen wurde, wurde der mitgenannt. Warum auch nicht, hat er nicht schlecht gearbeitet hier, hat er Erfolg hier und ist dann in einer unglücklichen Situation, wie ich finde, ist er gegangen. Für uns, für den HSV war es sehr schade, dass die Konstellation damals nicht aufrechterhalten werden konnte. Der Falsche. Ja gut, es war dann aber so und mit dem hatte ich gesprochen, aber der ist dann leider doch nicht ernsthaft kontaktiert worden, sondern nur angesprochen worden, einmal angerufen worden, aber es gab kein Gespräch in Hamburg. Es gibt ja das Gerücht, dass er Bewerbungsunterlagen nach Hamburg schicken sollte, ja, nur, das ist nur ein Gerücht. Die Leute, ja. Aber es war wahrscheinlich nicht der Personalausschuss und es war jemand anders dann vom Aufsichtsrat, der gar nicht autorisiert war. Ja, das hatten wir bei Felix Magath auch übrigens. Felix Magath ist ja nicht offiziell angesprochen worden vom Personalausschuss, sondern er ist ja angesprochen worden von mehreren Aufsichtsräten, von zweien, wie ich mir habe sagen lassen. Aber das ist auch alles ohne Gewehr. Am Ende hat man sich für die beiden Kandidaten Schmadtke und Kreuzer entschieden. Hat gesagt, okay, aus den beiden machen wir den neuen Sportchef und war dann nach den Gesprächen von Schmadtke nicht überzeugt, von Herrn Kreuzer sehr wohl überzeugt. Heute wurde auch gesagt, dass dieses Assessment Center von 2009, was damals mit Herrn Kreuzer und Herrn Grill auch durchgeführt wurde, dass das heute nochmal vorgeholt wurde und für Herrn Kreuzer sprach. Mag also sein, Huger, ich habe genau das Gegenteil gehört. Ich hab genau das Gegenteil vorher gehört, dass ein Aufsichtsrat, der damals dabei war, sagte mir, dass damals in diesem Assessment Center genau das Gegenteil gehört. Aber das ist halt das, was ich meine. Da erzählt der eine das, der andere das. Das ist auch sehr interessenbezogen immer. Ich glaube, dass diese Sportchef-Diskussion, die wir jetzt führen, gar nicht mehr geführt werden muss, weil wir haben jetzt einen neuen Sportchef. Insofern, Oliver Kreuzer ist da. Oliver Kreuzer hat heute, wie ich finde, einen sehr mutigen Eindruck hinterlassen. Er hat sich hingestellt, hat sehr, sehr forsche Töne angeschlagen, hat gesagt, Schade hochhalten und dergleichen. Er meint natürlich nicht, dass es jetzt realistisch sei, ist klar, muss man auch ein bisschen relativieren, aber er hat zumindest gezeigt, dass er diesen Job antritt mit einer gewissen eigenen Zielvorgabe, mit einem hohen Grad an Motivation. Und vielleicht ist das, was Dieter vorhin sagte, mit diesem Herzen so, es ist ja natürlich auch nicht leicht für einen Frank Arnesen, sich hier gleich in Hamburg als HSVer zu fühlen, sondern ja, jetzt kommt einer, der die Bundesliga kennt, der den HSV in der Bundesliga als Kind miterlebt hat im Fernsehen, dann später als Spieler und jetzt immer noch als Manager und dergleichen. Der hat natürlich einen anderen Bezug nach Hamburg, auch wenn er kein Hamburger ist, als ein Däne, der vorher in England gearbeitet hat. Also insofern glaube ich, dass das in Konstellation mit Thorsten Fink, das wird ja immer als Beispiel genannt oder als Argument genannt, das kann funktionieren. Also wenn die beiden sich gegenseitig motivieren. Das kommt genau, es kommt, wird, das ist der höchste Druck, der überhaupt da ist jetzt. Auf der Konstellation Kreuzer Fink, weil natürlich schon jetzt Misstrauen da ist wegen der Beziehung. Das heißt, jetzt stellt sich die Frage, wäre der Herr Kreuzer denn das richtige Korrektiv für einen Herrn Fink, wenn gewisse Dinge nicht funktionieren? Oh, das sehe ich tatsächlich anders. Ich stelle die Frage offen, das ist nicht eine Meinung, sondern das ist die Frage. Es war meiner Meinung nach eine der größten Schwächen von Frank Arnesen, dass er kein Sparringspartner für Thorsten Fink idealerweise war. In selten, das ist zumindest mein Empfinden, auch auf das, was ich auf dem Trainingsplatz gesehen habe, bei diversen Besuchen dort, dass dort kein Coaching, keine Unterstützung im Sinne von, weil er dieses Know-how auch möglicherweise gar nicht hat, wie auch immer. Er hat also meiner Meinung nach das immer passt auch recht nicht. Also freundlich. Er kann nicht coachen. Nee, er kann ihm, aber er kann es mit kann ihm doch zusammenarbeiten. Ein guter Sportdirektor kann doch entsprechend, wenn da Dinge entdeckt werden, eine Unterstützung leisten und Hinweise geben. Das wird sicherlich auch hinter den Kulissen geschehen sein und nicht nur beim Training nach beim Training. Es soll das ein oder andere Mal mächtig gekracht haben. Ja, okay, dann habe ich da vielleicht eine andere Information. Aber das ist, worauf ich hinaus will, das ist die Kernfrage jetzt bei der Position Oliver Kreuzer. Ja. Er hat heute klares Ziel formuliert, Europa League ist mindestens Sache. Er hat also von daher, das finde ich schon mal sehr positiv, ein faktisches Ziel genannt. Ansonsten war er sehr geschickt, hat relativ allgemein Dinge, die jetzt anzupacken sind, erstmal formuliert. Das ist auch richtig so, dass er es getan hat, weil er kann da nicht konkret werden, weil er hat die Informationen ja noch gar nicht. Das war alles sehr professioneller Auftritt meiner Meinung nach. Und durch diese klare Zielvorgabe wird es hier sofort losgehen. Es wird also wie immer hier in Hamburg beim HSV keine 100 Tage Eingewöhnung geben, sondern bestenfalls 10 Stunden. Und dann wird der Druck aufgemacht von der Öffentlichkeit. Und da wird geguckt, was passiert im Trainingslager, was passiert in Freundschaftsspielen.
wie entwickelt sich das und wie ist das Spiel Oliver Kreuzer zu Thorsten Fink. Das meine ich, hat hier eine neue, noch eine etwas schärfere Komponente vielleicht in Zukunft, was ich aber gut finde. Ja. Und ich traue dem Oliver Kreuzer aber zu, nach dem, was ich gehört habe, ist das ein Hardliner, dass der auch in der Lage ist, unpopuläre Entscheidungen zu fällen, auch in einer persönlichen Situation. Ob er ein Hardliner ist, weiß ich nicht. Das hat sich noch nicht zu mir herumgesprochen. Aber das ist meine einzige Hoffnung, muss ich sagen, dass das auf dieser Basis, dass sich da zwei gefunden haben, die dieselbe Sprache sprechen. Ja. Also das hat nichts mit Arnesen als Däne zu tun, sondern fußballerisch, richtig, dass die in den gleichen oder in selben Vereinen in dem Fall waren. Und dass sie sich schätzen, dass sie sich mögen und dass der eine sehr wohl als Fürsprecher da aufgetreten ist, das kann kein Fehler sein oder kein Nachteil sein. Für mich ist es der einzige Vorteil, der da ist. Ja. Und denn ansonsten, Bubi, das musst du jetzt mal sagen, was kommt auf diesen Mann alles zu? Ja. Der muss sich ja nicht nur um die Bundesliga kümmern, sondern Frank Arnesen ist auch über die U23 und den ganzen Nachwuchsbereich ein wenig mitgestolpert. Richtig, ja. Also der Kreuzer hat eine riesen Aufgabe. Also ich bin erstmal froh, dass der Aufsichtsrat geschafft hat, so rein zufällig so einen Mann zu finden. Dann ist ja kein Wissen dahinter, sondern eher ein Zufall. Und von daher gesehen wäre schön, wenn das nun dazu führen würde, dass der Kreuzer mit seinen Aufgaben auch zurechtkommt. Am besten mit Herrn Fink zusammen. Ich hoffe, dass das irgendwie eine Achse gibt, wie du schon sagtest eben. Hast du denn die Hoffnung, dass da wirklich eines Tages, darüber reden wir schon seit 20, 30 Jahren, dass tatsächlich Ochsenzoll mal aufblüht und dass man sagen kann, hey, das ist, jetzt wird er aber richtig eine Talentschmiede draus. Wieso Ochsenzoll? Ich meine, Campus. Das war ein Campus jetzt im Werden, der das alles nach vorne bringen soll, und von daher gesehen, wo auch immer, der Ort ist ja egal, Hauptsache es wird der Nachwuchs nach vorne kommen, aber nicht durch Kreuzer allein, das kann natürlich nicht funktionieren, denn irgendwo sind ja auch ganz viele Trainer, glaube ich, wohl gerade rausgeflogen beim HSV, und insofern also die Vorzeichen sehr gemischt und sehr interessant und sehr unklar. Herr Golz ist gerade abgewandert. Herr Golz ist gerade abgewandert. Ja, den wollte der HSV ja auch offensichtlich nicht mehr, sonst hätten sie ja schon lange zugreifen können. Ja. Also, denn der ist ja schon lange auf dem Markt und so. Gut, wir wechseln das Thema, Sportchef, und kommen nochmal zur Mitgliederversammlung zum vergangenen Sonntag. Gibt es jemand, der enttäuscht darüber ist, wie das gelaufen ist, warum was gelaufen ist? Also ich muss sagen, dass ich, aber das sind wahrscheinlich schon so die Avancen, die ich gegen den Aufsichtsratschef habe, seit er so dieses unglaubliche Statement über Uli Hoeneß auf seiner Facebook-Seite veröffentlicht hat. Ich habe es auch im Blog geschrieben. Das zeigt mal wieder, wie es bei uns bestellt ist um den Aufsichtsrat, wenn ein Aufsichtsratschef eine derartige Aussage tätigt. Ich finde, da hätten Konsequenzen gefordert werden müssen, das sage ich ganz hart, muss ich ganz ehrlich sagen. Von den anderen Aufsichtsräten hätte da eingeschritten werden müssen, da hätte mehr kommen müssen, auch wenn sich Herr Ertl da so halb herzlich, wie ich es empfunden habe, entschuldigt hat. Ich meine, nicht bei Uli Hoeneß. Nicht also bei Uli Hoeneß. Das muss ich mal dazu sagen. Das ist ein Mann der Presse. Der muss wissen, was für Auswirkungen ein derartiges Statement haben kann, beziehungsweise dann ja auch gehabt hat. Und da kann ich mit so einer halbherzigen Entschuldigung, so habe ich es empfunden, Dieter, wie du es beschrieben hast, das, was er gesagt hat, ich muss ganz ehrlich sagen, damit kann ich nichts anfangen, und das ist für mich, also der Mann ist für mich auf Zeiten verbrannt. Was mich eigentlich am meisten enttäuscht hat, der einzige Fußballverein, also mit seinem Aufsichtsratsvorsitzenden, das ist ja nun mal das HSV, der einzige Verein, der etwas gegen Uli Hoeneß gesagt hat, die haben ja alle das verurteilt, was er gemacht hat, und alle sagen, er weiß, was er gemacht hat, und dafür wird er auch gerade stehen. Aber der einzige Fußballverein, der wirklich ihn kritisiert hat, das war der HSV. Also es gibt keine Stimme in Deutschland, die ich kenne, die aus dem Profifußball kommt. Aber das war ja keine sachliche Kritik, sondern das war eine Frechheit, das war eine Beleidigung. Das war ja keine Kritik an Hoeneß. Ja, gut. Also er hat sich ja damit rausgeredet, dass er das einfach nur übernommen hat und so reingestellt hat. Das könnte sogar durchaus passieren.
Es war ja tatsächlich so, dass dieser Witz, der wurde in Anführungsstrichen als Witz... Stadien. Der ist bei Facebook, hat ihn einer von deinen Freundesfreunden und noch irgendwann, dann landet er irgendwann bei dir. Und das zigfach. Ja. So, und ich habe ihn auch wirklich schon zigfach gelesen, bis dann Manfred Erdl diesen Witz... natürlich auf seine Seite gestellt. Persönlich geteilt, das musst du noch mal persönlich machen. Ja, genau. Aber das ist das, was ich vermisse, bis heute vermisse, muss ich sagen. Also es gibt so viele, und das sollte Herr Erdl wissen eigentlich, es gibt so viele große HSVer, die ihm das nicht sagen, die mir es ins Ohr geflüstert haben. Es wäre das Leichteste für ihn gewesen, sich in den Flieger oder in den Zug zu setzen, nach München zu fliegen und zu fahren und bei Herrn Hoeneß um Vergebung zu bitten. Und er hat gesagt, das war eine Dummheit und ich habe das einfach nur aufgenommen und wollte Spaß haben und was auch immer. Und das hätte passieren müssen. Und das war, glaube ich, am Tag vor dem Champions-League-Halbfinale, wenn ich mich nicht ganz erinnere, Rückspiel oder war das? Ich weiß nicht. Er hätte auch Telefonhörer in die Hand nehmen können. Er hätte ihn anrufen können. Einigen uns darauf und hinfahren und um Vergebung bitten. Aber das zeigt wirklich. Aber ich finde. Das gleiche des Kindes. Das zeigt die Professionalität, muss ich ganz ehrlich sagen. Ja. Wenn der Chef des Aufsichtsrats sich zu derartigen Aussagen, sei sie übernommen oder nicht übernommen, das spielt überhaupt gar keine Rolle. Das zeigt doch wirklich die Professionalität und es wirft doch wieder auf den gesamten Verein ein schlechtes Licht. Gerade weil du, was Dieter ja auch nun gesagt hast, kein anderer Verein in der Bundesliga hat sich irgendwie diesbezüglich geäußert. Aber natürlich wir wieder, ne, wir müssen wieder voranpreschen, als ob wir nicht Probleme und Sorgen und Nöte genug hätten, muss ich ganz ehrlich sagen. Also in diesem Fall würde ich mal sagen, nicht wir, sondern ein Mensch, der den Verein aber doch vertreten, genau. Ja. Und was zurückgefallen ist. Und was mich maßlos ärgert an dieser Sache, ist nicht nur, dass es ein schlechter Stil ist, sondern dass wir uns auf einmal hier über Herrn Ertl und seinen Facebook-Eintrag unterhalten und nicht über die eigentlich wichtige Frage, was ist denn auf der Mitgliederversammlung passiert und was kann man da genau. Da kommen wir jetzt aber zu. Ja. Also es geht ja darum, neue Strukturen ist das Zauberwort. Bubi, du warst nicht bei der Mitgliederversammlung, aber du hast dir sicherlich aufgrund der Berichterstattung eine Meinung gebildet und Befürworter oder Nicht-Befürworter für neue Strukturen? Ja, pauschal gesagt, ja, das ist ja leicht zu sagen, dass man das ist, aber ich denke schon, dass der HSV, wie es immer spaßig heißt, ein Taubenzüchterverein Struktur hat und eigentlich würde ich mir wünschen, na gut, das Wort Ausgliederung will ich nicht aussprechen, weil das ja ein Schimpfwort ist beim HSV, aber ich würde mir schon wünschen, dass der Profifußball irgendwo separat gehandelt wird und weniger unter Faneinfluss. Also ich muss sagen, Ausgliederung, ich weiß nicht, ob das noch immer ein Schimpfwort war oder ist, also vom halben Jahr vielleicht noch, aber ich glaube, wir müssen das jetzt wirklich mal härter anpacken und das Kind auch beim Namen nennen dürfen, weil wir haben das vorhin schon im privaten Gespräch unten in der Kantine gemacht, wenn ich so ein bisschen neidisch nach München gucke, wo der FC Bayern in einem Bett mit Audi, mit T-Mobile und mit Adidas schläft und die kriegen Millionen dafür, versäumt der HSV da nicht unglaublich viel, gerade in einer solchen Stadt wie Hamburg, in einer Wirtschaftsstadt? Ja, also ich sage dazu klares Ja, aber ich bin der Meinung beim HSV, ist das nicht mehrheitsfähig, weil eben viele Kreise immer sagen werden, um Gottes Willen, Fremdkapital, fremde Firmen, fremde Macht, das darf nicht sein. Denn so ist die Denke ja scheinbar beim HSV in weiten Kreisen. Es wird schwer sein, da jetzt sowas reinzubringen. Man sagt, jetzt wollen wir mal Holzen mit drin haben, die können mal vom HSV jetzt ein Zehntel erwerben. Das ist für mich unvorstellbar, dass es überhaupt möglich sein wird. Ich fände es aber gut. Ja, auf der einen Seite, Donald, du kommst sofort. Ich muss sagen, das ist das Thema überhaupt, was in den nächsten halben Jahr gespielt werden muss, wenn der HSV wettbewerbsfähig bleiben will. Aber der HSV verschenkt unheimlich viel Potenzial, was in dieser Stadt steckt, in dieser Wirtschaftsstadt steckt. Und wenn man das auch dem letzten Mitglied, das nun Gegenausgliederung ist, noch vermitteln könnte, dass es einzig und allein darum geht, wettbewerbsfähig zu bleiben oder wieder zu werden, dann muss es doch der klare Menschenverstand zulassen, dass man über Ausgliederung auch mal redet, Donald. Ja, das ist absolut richtig. Und Strukturveränderung bedeutet, der Ernst Otto Riekhoff hat es ja sehr benannt, nicht nur Ausgliederung, sondern es bedeutet im Grunde genommen konzeptionell das Profigeschäft Fußball
neu aufzustellen, sodass eben dieser sozusagen dieser Faneinfluss von Leuten, die nur an ihrer Dauerkarte interessiert sind oder an einem Event im Stadion in ihrer Beeinflussung der Entscheidungen und Steuerungen beim HSV im Grunde genommen zurückgedrängt werden, weil das führt ja zur Verlangsamung und zur Komplexität, das wissen wir. Und es ist jetzt aber, das ist das Interessanteste an dieser Mitgliederversammlung gewesen, es gab einen Aufruf förmlicher von Ernst oder Rieckhoff und es gab danach ja Standing Ovations, das konnten ja viele, die sich die Mühe gemacht haben, auch sehen. Und jetzt geht es ihm darum, ihn zu stärken, dass möglichst viele Leute an ihn rantreten, ihn mitnehmen und idealerweise stellt er sich vielleicht auch, sag mal, strukturiert, um die Dinge zu organisieren, die erarbeitet werden müssen, nach vorne. Spricht im Moment ja nur von Mitarbeit. Mir wäre es lieber, er würde im Grunde genommen sagen, nein, also das, da wäre er schon zu bereit, so, das glaube ich schon. Und dann holt er sich noch ein paar Fußball-Koryphäen des HSV, ja, die aber, sag mal, zu den Ernsthaften zählen. Also nicht unbedingt, die uns die Satzung beschafft haben, da haben wir ja einen. Ja. Und dann die entsprechenden Leute aus verschiedenen Foren, Realos, Opposition, Blog und auch Supporters, unbedingt Supporter-Szene so weit als möglich mitnehmen, ihnen die Chance geben, weil es geht auch darum, Gräben zuzuschütten. Es macht keinen Sinn, das in der Konfrontation versuchen durchzusetzen, weil das klappt nicht. Und dann wäre es ideal, wenn die Medien in ihrer Betrachtung so eine Welle, die dann entsteht zur Reform, auch mit tragen, mit darüber berichten, damit ähnlich wie wir schon mal hatten, eine Aktivierung der Mitglieder zur nächsten Mitgliederversammlung entsprechend auch stattfindet, und zwar der kritischen Mitglieder, die dann auch bereit wären, eine Zweidrittelmehrheit zur Satzungsänderung herbeizuführen. Ja. Okay, also wolltest du was sagen? Nein. Nein, also doch, eine Kleinigkeit würde ich ja noch. Also bei dem ganzen Thema, ich stimme euch zu, ich glaube auch, und das habe ich auch schon mehrfach geschrieben, dass eine Ausgliederung eigentlich gar nicht mehr umgänglich ist. Die muss herbeigeführt werden. Ich glaube aber, und das ist mein größtes Problem, wenn ich mich mit Leuten unterhalte, dann versuche ich immer so einen Querschnitt zu nehmen und sage dann, okay, keiner von denen, mit denen ich mich unterhalten habe, konnte mir auch nur annähernd beziffern, wie eine solche Ausgliederung aussehen würde. Was für Folgen hat das für die Mitgliedschaft? Was für Folgen hat das für den HSV direkt? Welche finanziellen Vorteile hat das? Andere Vereine haben es schon vorgemacht und die existieren immer noch. Es gab ja eine Infoveranstaltung, da war ich damals auch dabei, von Herrn Hoffmann damals auch und von Herrn Dr. Klein, als sie dann da vorgetragen haben, was das für Vorteile haben kann. Allerdings glaube ich, dass da noch ganz, ganz viel Aufklärungsarbeit geleistet werden muss, natürlich, um den Leuten noch zu zeigen, dass das Thema, das wir jetzt, es gibt aber das Know-how. Es gibt Vorarbeiten von Bernd Hoffmann zu seiner Zeit. Es gibt eine Satzungskommission, die beim HSV gearbeitet hat, dieses Thema bearbeitet. Das ist aber von interessierten Kräften negiert worden während der Satzungskommission. Das können Leute wie Gobi, die dabei oft dabei waren, bestätigen. Das heißt, es gibt Know-how. Es gibt im Übrigen eine Dissertation, von einem, die anerkannt ist, von einem Sportstudenten, der das als Dissertation gemacht hat, die detailliert die Möglichkeiten für professionelle Fußballvereine, wie man sich so aufstellt, kann man im Netz sich runterladen. Es gibt wahnsinnig viel Know-how, man muss es nur mal zusammentragen. Dann müssen die Leute, die engagiert sind, dieses erarbeiten, als es muss ein Prozess entstehen, wo es dann auf Dinge hinkommt, was muss geändert werden und wie, und das muss man entsprechend begründen. Und dann müssen darüber Entscheidungsgrundlagen geschaffen werden und die müssen auf die Tagesordnung, das ist der nächste wichtige Punkt, da gibt es Fristen für zur nächsten Mitgliederversammlung. Wenn man dann schon an die Fristen nicht einhält, ist das Ding schon im Brunnen gefallen. Ja, es muss hurtig gehen. Es muss einfach die Angst genommen werden vor diesem Wort, weil damals war es mit Herrn Hoffmann sehr eng verbunden und alle haben gedacht, oh Gott, was ist da jetzt los, und haben alles in Schimpf und Schande davon geschrien, weil es halt von Herrn Hoffmann kam. Jetzt inzwischen ist es von ganz vielen anderen Leuten auch gekommen, plötzlich ist das Thema wieder auf dem Tisch und alle nehmen es an. Und einer, der mit den Machtspielen beim HSV am besten rumspielt, das ist ja der gute Jürgen Hunke. Und der Jürgen Hunke hat ja schon erkannt, wo der Wind hinweht, und versucht sich ja jetzt zusätzlich zu Herrn Rieckhoff oder am besten noch ein bisschen vor ihm an die Spitze dieser Bewegung zu setzen. Und da muss man natürlich auch ein bisschen kritisch hingucken. Was will er denn wirklich? Ja, ich weiß, was er wirklich will, aber da muss sich keiner sorgen. For myself. Nee. Der Mann ist, der wird am Sonntag 70. Der will kein Pöstchen mehr. Also ich werde eine Kröte lebendig schlucken, wenn der noch irgendwie einen Posten beim HSV bekleidet. Nee, das glaube ich nicht, aber er möchte gerne zum Schluss diesen Stempel haben. Ich war dafür verantwortlich, dass ich alles besser gemacht habe. Das weiß ich nicht. Ich glaube, er wäre schon damit zufrieden. Ich glaube, er wäre da schon mit zufrieden, wenn er einer von denen ist,
wo das zusammenläuft, damit es endlich funktioniert. Denn wie lange reden wir schon darüber und es passiert nichts. Ja. Es ist nichts passiert, im Gegenteil, alle wie eine Schnecke haben, sobald es ein bisschen härter wurde, die Fühler wieder eingezogen und dann passierte wieder nichts. Jetzt muss was passieren und ich glaube auch, dass so viele Leute, ich habe das wird Herr Erdl vielleicht überraschen und vielleicht auch ein bisschen freuen. Ich habe außer mit Lars Bastrop, mit allen, fast allen, auch Jürgen Groh war nicht dabei, mit 83er Helden gesprochen und alle sind dafür, dass jetzt etwas passiert. Und ich glaube, wenn die bei einer Mitgliederversammlung irgendwann mal einlaufen hier und alle sagen, was Sache ist, dann wird auch die Mitgliederversammlung denen folgen, denn die wollen garantiert nichts Schlechtes, die wollen eher, dass ihre Taten auch noch nach wie vor Bestand haben, auch noch in 50 oder 100 Jahren. Ne? Also, dass man dann wäre es richtig schön, wenn sie sich mit einbinden lassen in so eine neue das Struktur. Das würden sie auch wollen. Also das weiß ich inzwischen schon. Also nicht alle, das ist ganz klar, aber einige werden da bestimmt bei mitmachen, also ich wüsste auf Anhieb 4 und das ist schon mal ein guter Beginn und ich glaube, dass der HSV wirklich besser aufgestellt wird, dann, wenn das alles gekommen ist. Oder seht ihr das anders? Ich habe von euch nur Nicken. Und unterschreibe ich komplett, Dieter. Ich glaube einfach, es wird ein großes Maß an Überzeugungsarbeit kosten, um Ängste, die in der Vergangenheit existent waren, wahrscheinlich immer noch existent sind, zu nehmen. Ne? Der Verein darf seine Seele nicht verlieren. Diese Aussagen kommen ja von diversen Mitgliedern und dergleichen, ne? Der Bundesliga-Dino und dergleichen. Also es wird wirklich ein hartes Stück Arbeit werden, da die Überzeugung zu liefern. Und ich glaube auch, was Donald ja auch angedeutet hat, man muss wirklich die wesentlichen Beteiligten an einen Tisch bringen und da diese Überzeugungsarbeit leisten. Anders geht es nicht. Es ist ganz klar, ich meine, wir hatten das auch im Vorgespräch gesagt, wir waren vor 87 Jahren, waren wir auf einem Level wie Bayern München. 1987. Ja. Genau. Habe ich vor 87 Jahren noch gefühlt hast du recht. Vor 87 Jahren. Ja. Auf einem Level wie Bayern München. Und jetzt wissen wir alle, wie sich das entwickelt hat. Ist das ein Abstand, den kann man ja kaum mehr einholen. Ja. Aber ich denke, die Tür ist im Augenblick so weit auf, wie lange das ist richtig, mehr, dank der Rede von Ernst Otto Rieckhoff. Ja. Wenn man das dann, war für mich insofern das Highlight der Mitgliederversammlung. Es bröckelt einmal. Absolut. Wenn man dann zu diesen Komiteen und zu den Know-how der Mitglieder und was auch immer alles dann noch Geldgeber findet, Sponsoren à la Kühne und Co., die bitte keinen Einfluss auf den Verein nehmen wollen, sondern ihr Herz an den Verein ausschütten wollen, in Form von Geld, dann sollte das wahrgenommen werden, weil das hilft natürlich. Ja, okay, wir sind am Ende. Ich möchte Bubi eigentlich noch mal ganz kurz fragen und vielleicht auch Isa ganz kurz ein Statement zu Heung-min Son. Halten oder nicht halten? Ja, so eine sportliche Frage verbunden mit einer kaufmännischen. Also das ist eine Frage der Ablösesumme. Ob einer bestimmten Summenhöhe würde ich ihn verkaufen. Und Isa, was sagst du? Vom Herzen her halten, weil ich glaube, er hat unglaubliches Potenzial. Ja, irgendwann ist die Schmerzgrenze erreicht und dann lohnt es sich, das Geld zu nehmen und woanders zu suchen. Aber ich würde mir eigentlich wünschen, dass er noch 1 bis 2 Jahre bei uns dranhängt. Okay, also das war's. Wir sind natürlich nicht bis ganz unten durchgedrungen, das konnte man auch nicht erwarten, aber ich denke trotzdem, dass es interessant gewesen ist und dass ihr euch auch ein bisschen was von der Seele sprechen konntet. Ich habe hier oben aufgeschrieben, das wollte ich eigentlich zuerst gefragt haben, Mats ab, gibt es irgendwelche Probleme, die euch bedrücken, die euch auf dem Herzen liegen, die ihr loswerden wolltet? Also dann könnt ihr das bei dieser Gelegenheit schnell nochmal loswerden. Also zum Blog. Zum Blog, genau. Viel zu wenig Zeit, um alles zu lesen. Ja. Na, der Mats-Ab-Blog macht süchtig, das ist die große Gefahr, weil man dann teilweise zu anderen wichtigen Dingen, die vielleicht die Familie oder so interessieren, nicht immer noch kommt. Beruflich bin ich da nicht mehr so belastet, das trifft andere. Ich wollte kein Lob, ich wollte nur Kritik hören jetzt. Na, ich will was sagen. Kritik, also dass der Blog als solches besteht und wie er besteht und wie er ist, das ist ganz einfach toll. Da würde ich nicht dran rumdoktern. Ich würde nur aufrufen, alle Mats ab, Mitschreiber und Mitleser und Hörer, sich nicht so sehr oft und so sehr viel mit anderen Bloggern und ihren Dingen
in Form von Dauerrechthaberei und immer noch einen drauf und immer noch Gegenbeweis zu beschäftigen, weil das doch lähmend wird, das wirst du sondern nicht mehr, ich weiß, es ist natürlich ein frommer Wunsch, ja, sondern mehr im Kern bei dem HSV und bei den Themen des HSV zu bleiben. Na gut, also Bubi, du kommst deiner Bubi, du hast Scholle und mir ja oft genug einen um die Ohren gegeben, also du nicht, du weißt von nichts. Ne? Also, ich habe keine Ahnung, was du meinst jetzt, aber du wirst recht haben. Ja. Es war konstruktiv. Isa, ja, das ist, sonst würde er wahrscheinlich auch nicht hier sitzen, nein, also weil du dann wahrscheinlich auch nicht gekommen wärst bei einer Einigung. Was wolltest du sagen, Isa? Einfach mal, weil du ja Kritik hören wolltest, ja, einfach mal vielleicht ein Stück mehr Gelassenheit in manchen Reaktionen. Auch auf von der Kritik, von den Betreibern, die, ja, also, woher kommt. Ich muss dazu sagen, oh, also die Herren Volker Sabach und Axel Leonard, die sind jetzt schon sauer, weil sie Überminuten machen müssen, aber ich muss dazu sagen, ich war ganz stolz auf mich. In diesem Jahr habe ich nur einmal Stellung bezogen und das war, weil ich ja sowieso nicht mitkriege, ob ich beschimpft werde oder nicht, deswegen reagiere ich auch gar nicht mehr, aber ich wollte mich an dem Punkt nur vor Scholle stellen, denn wie kann man wirklich allen Ernstes behaupten im Blog, und das haben ja einige getan, dass Scholz und Matz und Matz und Scholz Herrn Arnesen entlassen haben, indem sie ihn denunziert haben beim Aufsichtsrat. So einen Mist und sowas Hirnverbranntes habe ich noch nie gehört. Ich habe da mit Herrn Jarchow konfrontiert und hat gesagt, ich habe schon vieles Absurdes gehört, aber das ist das Absurdeste überhaupt. So, das ist das Schlusswort. Ich habe von Isa und von Donald und auch von mir eben, könnt ihr jetzt alles nachgucken, wenn ihr die Aufzeichnung seht hinterher, was von Herzen gehört. Und mir würde sehr, sehr gefallen und ich würde es mir auch wünschen von euch, dass ihr eurem Herzen folgt, nämlich eure Liebe zum HSV und dann auch einseht, dass der HSV so nicht weiterkommen kann. Und ich möchte sagen, ich halte überhaupt nichts davon, dass es Supporters und Realos und hier und da Splitterparteien und die sind gegen den und so weiter. Also wenn wir es schaffen könnten, irgendwann mal alle nur an den HSV zu denken und an die Raute und daran, dass der HSV wieder zu alten, stolzen Zeiten sich aufschwingen kann und dafür alles geben, das würde mir am besten gefallen. Und deswegen hoffe ich, dass wir das in der neuen Saison vielleicht schon erleben können. Jedenfalls die Anfänge. Ich danke euch fürs Zusehen und ich danke euch fürs Kommen. Alex, dein Zug geht jetzt. Du musst schon wieder, oh ja, du sitzt schon in den Startlöchern. Also vielen Dank, dass ihr gekommen, ja, seid. Und Frau Alex, ne? Happy Birthday to you. Tschüss. Sehr schön. Das war Matz ab live aus dem Blockhaus Eidelstedt. Perfekt. Schmeckt auch gut. Unvergleichlich.